Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Die Sims 2, die 100 Baby Challenge. Hey Nina, kann ich Antonia sprechen? Wer bist du? Antonia ist bei der Arbeit, tut mir leid. Tut mir leid, du Faulpelz. Es geht nicht. Oh, das Klo ist gerade besetzt. Das ist schlecht. Wieso? Okay. Wenn du fertig bist, was könntest du denn eigentlich machen? Mechanik, genau. Warte mal, du könntest aber eigentlich hier duschen. Okay, du kannst später auch noch duschen gehen. Und säubern und... Hä? Ach so. Warte mal, geh mal aufs Klo, bitte. Jo. Sehr anstrengend, gell? Der Kleine hat einen Kreativitätspunkt erhalten. Das ist super. Das Töpfchen, das ist noch ein Bonus. Der ist noch 2 Tage Zeit. So, du brauchst Hygiene, Freunde, alles Mögliche. Körper, Charisma. Für Jens fährt in etwa 1 Stunde. Okay, dann würde ich mal sagen, du machst hier, du gehst hier mal duschen. Bist du soweit fertig? Ja, du bist soweit fertig. So, dann kannst du mal was essen. Reste nehmen, bitte. Du, was ist mit dir jetzt? Du wolltest es eigentlich reparieren. Geht das nicht? Duschen, Freunde und Spaß. Ja, dann wollen wir hier noch mit unserem kleinen Bruder vielleicht ein bisschen zusammen spielen. Vielleicht geht das ja. So, jetzt machen wir hin. Es kann ja nicht sein, dass du das hier nicht schaffst zum Reparieren, oder? Duschen, benutzen, Hände waschen, betrachten, einschalten, ausschalten. Okay, ich habe hier nicht viele Möglichkeiten, echt nicht. Was ist das? Pünktchen. Wieso heißt du Pünktchen? Wo hast du denn ein Pünktchen? Okay, lassen wir das. So, bei wem? Wer kommt jetzt bald zur Arbeit? 15 Uhr. Okay, du musst zur Arbeit und du musst zur Arbeit. Das Blöde ist halt, du hast keinen Spaß, gell? Okay, so. Du kannst das auch mal lassen. Und du hast heute den ganzen Tag frei, gell? Wow, du hast es repariert. Rumbasteln. Ah, okay, du kannst rumbasteln, kannst du. Ja, gut. Brauchst du Spaß? Nee, eigentlich nicht. Du hast Hunger. Räumst du das weg oder isst du das jetzt essen? Sehr schön. Das ist mal eine gute Idee. Was denn, Katze? Du brauchst jetzt noch nichts zum Essen. Das sind die Sims, die hier Hunger haben. So, wann kommt sie denn eigentlich nach Hause? Um 16 Uhr, okay. Du könntest dann gleich mal hier... Vielleicht kannst du mit deinem kleinen Brüderchen spielen. Nee, weißt du was? Du hast es gegessen. Du wirst jetzt erstmal die Flasche holen für Holger. Dann wirst du das hier ab. Dingsen, dann wirst du... Miau, komm hier, Schatzi. Komm, hopp. Komm rauf. So, du kriegst jetzt ein Fläschchen. Ja, jetzt ist die Couch im Weg, dann ist das im Weg, dann ist jenes am Weg. Nico ist wirklich gut in der Schule. Wunderbar. So, Kleiner. Du kannst jetzt mal hier was trinken. Hat einen Schulfreund mitgebracht. Ja, wunderbar. Du brauchst aber erstmal hier ein WC. Hast du jetzt schon das Lernen gelernt? Warte mal. Ich vergesse das immer wieder. Du hast das Lernen gelernt. Das ist super. Tschu. Okay, du gehst jetzt erstmal aufs Töpfchen. Dann, wenn du gegessen hast, solltest du hier mal Post holen. Du kannst ja nochmal weiterspielen. Okay, du kannst dann mit Greta mitmachen. Aber warte mal, du bist so lieb und schmeißt die hier weg und dann machst du mit Greta zusammen was. Weil dann gehen nämlich Freunde und Spaß nach oben. Das ist schon mal viel wert.
Nein, nicht du. Du und du beobachten? Weg. Oh, sie ist befördert worden. Wunderbar. Mit Greta mitmachen. So, was willst du denn jetzt? Du willst doch eigentlich, warte, du kannst die Post holen dabei, wenn du schon hier draußen stehst, essen. Ah, du noch fertig essen. Essen bitte. Was? Sie hat einen Liebesbrief bekommen? Von 9 bis 16 Uhr muss sie dann arbeiten. Okay. Gut, du wirst jetzt erstmal hier ein bisschen fernsehen. Du wirst den Kleinen dann mal ins Bett bringen. Genau, getragen werden. Dann passt das schon irgendwie. Irgendwie werden wir das schon alles zusammenbringen, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß, du hast Hunger und keine Ahnung, Film ansehen, umschalten auf Schlummer-TV, denn wir wollen ja auch gleichzeitig hier ein bisschen kochen lernen. Was Wissenschaftsaktivität, echt jetzt? Hat sie jetzt wirklich das als Dinge? Natürlich. Ha, ha, Kito, du kitzelst. Das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen doof, weil das heißt, wenn ich jetzt hier wieder auf Wetterbericht umschalte, müsste normalerweise mein Spaß viel schneller nach oben gehen. Wie schaut es bei dir aus? Es ist kalt und es ist auch kein Regen in Sicht. Aha. So, du gibst den Kleinen gerade darunter, dann spülst du das bitte ab und dann. Keine Ahnung. Jens spielt mit seinem Chef in der Pause oft ein Wortspiel, so auch heute. Plötzlich bemerkt er, dass er ein Wort mit 7 Buchstaben bilden könnte. Damit würde er das Spiel gewinnen. Soll er die Buchstaben legen und den Sieg für sich beanspruchen oder soll er ein kleineres Wort ablegen und den Chef gewinnen lassen? Wir legen ab. Voilà. Voilà. Na, keine Ahnung. Jens legt Weichei ab und gewinnt das Spiel. Sein Chef ist ziemlich frustriert und weigert sich nochmals mit ihm zu spielen. Jens verliert etwas Begeisterung für Spiele. Ups. Hoppala. Moi, was ist denn das? Jo, müssen wir wegräumen, gell? Hier, dann machen wir da halt mit. Nee, warte mal. Ja. Ah, du wirst das erstmal reparieren, gell? Und dann kannst du von mir aus mitmachen. Was brauchst du eigentlich? Charisma. Es ist frostig und den Rest des Tages wird es voraussichtlich trocken bleiben. Okay. So, die beiden. Ja. Jens kann aufs College gehen und so weiter und so fort. Ein Junge wird in ein paar Tagen junger Erwachsener. Okay, junger Erwachsener, wo junger Erwachsener? Die Mama kommt. Schau, die Mama kommt. Schau. Moi, ist das süß. So, was ist mit dir? Begrüßt werden. Okay. Nils Werner. Hausaufgaben machen. Liebe Antonia, wie wäre es, wenn du Ima begrüßt? Greta Neumann. Können wir hier eigentlich irgendwas machen? Schneemann bauen, Schneeengel machen. Nein, jetzt. Wieso? Dann räumst du das halt weg. Dann, keine Ahnung, wie kann ich denn jetzt deine Charisma hier irgendwie fragen? Nein, frei spielen, spielen, ärgern, reden. Okay, wir werden jetzt erstmal hier wieder ein bisschen reden. Vertraut, küssen, umarmen, freundschaftlich, abhängen, Interessen, reden, plaudern. Das werden wir jetzt ein bisschen mit unserem Bruder machen, denn ich glaube, wir sind ja immer noch ein bisschen sauer auf ihn eigentlich. Naja, sauer nicht mehr wirklich. Das Verhältnis ist schon im grünen Bereich, das ist schon mal viel wert. Aber ja, es ist auch nicht das Beste. So, liebe Nina. Aha, okay. Hast du den Rechner eigentlich jetzt schon repariert? Nein, hast du nicht.
So, du kannst dann erstmal hier benutzen, säubern, duschen, säubern, sobald es irgendwann mal geht. Du reparierst den, okay. Der Kleine braucht Spaß. Du wirst es hier einfach mal ein bisschen weitermalen. So, weitermalen. Weitermachen. Kann ich hier jetzt schon säubert sagen? Na bitte, jetzt sollte das eigentlich funktionieren, oder? Hier, säubern, genau. Säubern, aufwischen. Und dann kannst du gerne hier... Oh Gott, das geht wieder nicht. Was machst du denn eigentlich? Du kannst hier dein Bild verschwinden lassen. Nee, das ist doch nicht dein Bild. Das ist ja Mist. Du wirst dann einfach ein bisschen Mechanik lernen. Ciao, was hast du jetzt? Einen Kreativitätspunkt erlangt. Okay. Interessen austauschen. Plaudern werden wir jetzt nicht mehr, das passt schon. So, Charisma, genau. Du wirst dann hier ein bisschen zuschließen, reden üben. Oh, jeder Kleine ist wieder wach. Wie geht's denn dir eigentlich? Lass mal den Kleinen raus. Einen Mechanikpunkt hat er bekommen, sehr schön. Alter, Level 5, 325, Level 4, 422. Ich glaube, Junge, du hast eindeutig den falschen Beruf. Wir haben jetzt noch 3 Tage Zeit. Insgesamt für unsere beiden Teenager. Das heißt, in 3 Tagen kann ich dann mit Antonia endlich anfangen. Hier die Family weiterzubilden und so weiter und so fort. Sim um Date bitten. So, warte mal, Gruppe. Direktor anrufen und Date bitten. Schauen wir mal, ob sich irgendwer erbarmt, sich mit Jens hier ein Date zu machen. Sophie, Miguel, Mechthild. Wir fragen Mechthild mal. Nein, ich glaube nicht. Oh, das ist Mist. Mit Verwandten spielen, oje. Kopfnuss geben. Hey, wieso muss der Kleine darunter leiden? Bist du irre? Kitzeln. Ja, ist schon gut. Ist ja schon gut. Wie geht's dir eigentlich in der Schule? Du bist ein Einserschüler, okay. Ich warte noch. Alter. Schlafen, Hygiene. Okay, der Kleine, der möchte irgendwann mal hier dann auch mal Ding säubern. Wieso bist du jetzt eigentlich schon wieder am Klo? Entspannen. Reden üben. Hygiene. Warte mal, geh mal duschen bitte. Säubern und dann kannst du gerne schlafen gehen. Aber erst dann. Aufwachen. Okay, so, du hast jetzt hier Freunde. Du hast hier nichts, was du irgendwie machen könntest. Hahaha. Okay. Alter. Das Kind schaut so krank aus, wenn das da runter rennt. Um Aufmerksamkeit bitten, okay. Dann machen wir mit dir was, ha? Okay, was machen wir jetzt? Spielen, knuddeln, ein Kinderlied beibringen. Oh je, der Kleine muss sich anpinkeln. Oh, der Kleine stinkt schon. Okay. Windeln wechseln bitte. Und dann können wir gerne weiter das Lied beibringen. So, Spaß, Handrang. Du musst dann um 9 wieder arbeiten. Okay. Das stinkt. So, dann gehst du mal bitte aufs Klo. Du kannst jetzt schlafen gehen. Was machst du eigentlich? Du könntest eigentlich auch einfach schlafen gehen, gell? Bei dir möchte ich gerne den einen Punkt jedoch zustande bringen.
bei dir. Du musst dann auch um 9 arbeiten, gell? Aber ich möchte vorher noch hier, wie gesagt, den einen Punkt möchte ich hier gerne noch zustande bringen. Wann musst du morgen arbeiten? Von 15 bis 21 Uhr, Höhlenforscher. So, einen Charisma-Punkt haben wir bekommen. Das ist wunderbar. Und dann werden wir jetzt auch schlafen gehen. Bei dir müssen wir auch mal gucken, dass hier alles auf Freunde und Spaß. Es sollte eigentlich nach oben gehen, oder? Beides. Der Spaß bewegt sich gar nicht. Das ist irgendwie doof. Komm schon. Okay, der Spaß singt. Also Kinderlieder beibringen ist nicht funny. Es ist nicht funny, okay. Der Kleine kann jetzt dann aber dann noch weiter lernen. Weil Freunde ist jetzt auch, also hier so Kreativität lernen. Und das hier werden wir jetzt einfach beenden. Du wirst jetzt noch aufs Klo gehen und duschen und dann auch schlafen gehen. Denn dann sind alle hier am Schlafen und sich ausruhen. Außer der ganz Kleine. Jetzt muss ich immer. Aha, okay. Antonia ist ziemlich weit. Nina ist auch ziemlich weit. So, du bist jetzt schon wieder wach. Bett machen. Wie schaut es bei dem Kleinen aus? Okay, wir können ihm jetzt noch eine Flasche geben. Erstmal. Flasche holen für Holger. Dann können wir das hier aufräumen. Den verjagen, keine Ahnung. Was brauchen wir denn? Charisma, Mechanik, Körper. Ist der jetzt repariert? Ja, der ist repariert. Wunderbar. Dann werden wir einfach mal hier Mechanik noch lernen. Okay, nicht da lernen, sondern. Nee, du wirst vorher wirst du noch den Kleinen hier ins Gitterbett legen. Dann wirst du das hier noch wegräumen und dann wirst du lernen, Mechanik. So, du könntest jetzt dann auch mal langsam aufstehen. Du brauchst dann Hunger und Spaß. Du kannst dann erstmal Reste nehmen. Hunger und Spaß und dann halt Fernsehen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann haben wir hier Harntragen. Okay, du lernst dann erstmal was. Das passt dann schon. Begeisterung für Filme, Literatur. Okay, ist wurscht. So, du bist auch ausgeschlafen, sicher? Ja, du bist auch ausgeschlafen. Okay, Mechanik und Logik. So, warte mal, Mechanik, Logik üben und üben. Dann, was machst du denn? Genau, du schaust jetzt wieder den Wetterbericht an. Es ist Winter, zieh einen Pulli an. Na, hilft das? Ja, hilft, okay. Ich will nicht Schach spielen. Ich habe keine Lust dazu. Wie Tütau. Das sollte normalerweise beiden Spaß und Freunde bringen. Passt. Weil dann hast du nämlich auch hier deine Hausaufgaben gemacht. Hunger ist nicht ganz so wichtig. Antonia muss in einer Stunde fahren. Okay, das passt aber auch soweit. Was ist mit dir? Bett machen, Bett machen, Bett machen. Das ist schon gemacht. Du bräuchtest dann auch noch Spaß, gell? Haha.
Du möchtest auch um ein Date bitten. Okay, du wirst dann erstmal einen Sim anrufen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Okay, noch ist es kalt und trocken, aber im Verlauf des Tages kann es zu leichtem Schneefall kommen. Aha, okay, na dann. Gut, dann würde ich mal sagen, ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.